Hey Leute, willkommen zu einer neuen Folge Star Wars Jedi Fallen Order. Es gab ein großes Update. Nach Ewigkeiten wurde das Spiel auch mal geändert. Wir haben jetzt ein bisschen mehr im Game. Wir haben den Story-Modus ja schon durch. Wir haben das Spiel noch nicht zu 100% fertig, da wir noch nicht alle Planeten zusammen erkundet haben. Und jetzt kam ein Update mit neuen Sachen. Erstmal haben wir Reise Plus. Nun, da du das Spiel abgeschlossen hast, ist das Meditationstraining verfügbar. Das schauen wir uns gleich an. Und du hast neue Reise Plus freigeschaltet. Kosmetikobjekte, früher Spiele, bla bla, alle Lichtschwertfarben wurden freigeschalten. Neue Reise Plus gucken wir uns dann an. Vielleicht werden dann wir hier eine neue Reise auf Jedi Großmeister starten. Was für mich, ich als Noob, das wird richtig witzig, weil ich richtig schlecht bin. Und auf Jedi Großmeister wird es ganz witzig. Ich habe das Spiel jetzt seit 2-3 Monaten nicht mehr gespielt. Das heißt, ich kann nichts mehr. Aber es gibt neue Sachen. Ich habe kurz geguckt, was Neues, aber ich habe noch nichts Neues gemacht. Und wir gehen jetzt zusammen rein und schauen uns das alles mal an. Ich müsste die Steuerung gleich mal lernen. Aber ich weiß gar nicht mehr, was ich alles kann. Aber ich habe echt coole Sachen gesehen. Wir können Kämpfe erstellen. Irgendwie. Wir können Meditationstraining machen. Gucken wir uns das jetzt einfach mal an. Warte, habe ich eigentlich diese neue Lichtschwertfarbe? Weil es gibt jetzt Inquisitor Cal Kestis. Müssen wir mal gucken. Farbe. Haha. Roter Inquisitorenkristall. Ist das geil? Ja, ist es. Schalter. Wir müssen erstmal die Farbe. Wobei, man könnte es natürlich auch lassen. Warte mal, wenn ich jetzt halt hier drauf bin, dann. Okay, passt. Ich muss nur kurz Sachen wissen. Material. Ich lass mal kurz bei Gold und guck's mir nur an. Boah, da lang diese rote Farbe, Alter. Okay. Erstmal Anpassung. Wir müssten neue Sachen haben, oder? Warte, Outfit. Ah, nee, Outfit ist nichts neu. BD1 auch nicht unbedingt. Mantis auch nicht unbedingt. Da wollte ich nicht hin. Ich hätte gern das Inquisitoren-Outfit. Das gibt's doch bestimmt, oder? Oder muss ich das erst freischalten oder so? Kurz mal gucken. Anpassung. Poncho. Wir müssen auf jeden Fall ein bisschen böser aussehen. An sich könnten wir diesen Poncho heute mal nehmen. Wir könnten auch den schwarzen nehmen. Entweder schwarz oder rot. Also erstmal Outfit nehmen wir auf jeden Fall. Ich dachte, ich hätte ein schwarzes freigeschalten, aber habe ich gar nicht. Egal, wir nehmen das hier mit dem hier oder mit dem hier. Ich mach's mal mit dem hier. Dann machen wir BD1 in schwarz und die Mantis setzen wir mal auf das hier. Datenbank. Also es sind noch Sachen freizuschalten. Hier Sepho 5 von 6, sagt mir 7 von 8. Uns fehlen noch Sachen. Aber ich glaube so. Ich weiß gar nicht, auf welchem Planeten ich bin. Ich weiß gar nichts mehr. Ich habe das seit 3 Monaten nicht mehr gespielt, das Game. Ah, ich bin auf gar keinem Planeten. Wir sind in der Luft. Dann reisen wir mal kurz auf irgendeinen Planeten. Einfach mal kurz auf Bogano. Ist gerade egal. Hallo? Reisen? Ah. Okay, einfach mal auf Bogano. Und dann gucken wir uns gleich die neuen Sachen an, weil das sah sehr interessant aus. Melden Sie jede imperiale Aktivität. Jawohl. Ihr seid ein gutes Team. Danke, danke. Andernfalls wären wir nicht mehr am Leben. Es ist nicht leicht, unentdeckt zu bleiben, wenn das Imperium dich verfolgt. Wir haben schon unzählige gefährliche Situationen überstanden. Ha, wie damals, als man uns für Schmuggler hielt. Okay. Es ist so ungewohnt, hier gerade wieder dieses Game zu spielen. Es ist so lange her. Aber wir gucken uns jetzt die neuen Sachen mal ganz kurz an. Nämlich haben wir hier. Jetzt ist es nicht mehr da. Wahrscheinlich, weil ich gerade im. Mitten im Fliegen bin, oder? Weil gerade eben gab es ja noch das Meditationsfeld. Darf ich mich hinsetzen? Guis. Wir landen gleich. Komm hier rauf.
Ab nach Bogano. Ich hoffe, die Sounds sind nicht zu laut, weil bei mir sind die recht laut. Okay, ganz kurz wieder versuchen, an die Steuerung zu gewöhnen. Erstmal... Boah. Also ich finde, der goldene Griff passt da jetzt nicht ganz. Ich will das Inquisitoren-Outfit, ey. Ich will es unbedingt haben. Wir müssen jetzt mal gucken, dass ich wieder mit der Steuerung klarkomme. Vor allem da hinten sind jetzt überall imperiale Leute. Also Bogano ist jetzt komplett von Imperium überlagert worden. Ha. Huh. Okay. Interessant. Können wir jetzt das Neue machen? Ja, Meditationstraining. Wir haben Kampfherausforderungen. Stelle dein Können in verschiedenen Szenarien gegen eine Vielzahl von Gegnern unter Beweis. Gucken wir uns ganz kurz an. Aber ich finde das andere gerade sogar interessanter. Also ich finde beides interessant. Ich habe auf beides richtig Bock. So, wir haben, weil wir alle Gegner besiegen, keine Heilung, kein Schaden erleiden. Ah, okay, das heißt, wenn man sich nicht heilt und keinen Schaden erleidet, dann schafft man erst 3 Sterne, so gesehen. 12 für Freischaltung für BD1 aussehen. Kann ich hier sehen, was ich alles freischalten kann? Ich würde gerne die Belohnungen sehen. Also wir haben auf jeden Fall Kashyyyk 5 Wellen, Grab von Eilram 5 Wellen, Bogano... Bracca haben wir 10 Wellen. Grab von Mikdrul haben wir 4 Wellen. Venator, Abschlussstelle 5 Wellen. Ilum 4. Nächstes Grab 5. Meditationsarena haben wir 10. Der Wyschok-Bau 5. Inquisitorenfestung haben wir auch am Start. Da ist sogar Darth Vader abgebildet, haben wir 4. Und Schattenlande. Wenn ich jetzt hier drauf gehe, ich habe Angst, dass ich jetzt direkt die Herausforderung starte. Weil ich habe auch das Gefühl, dass die gar nicht so leicht ist, die ich jetzt gerade ausgewählt habe. Ich wollte eigentlich nur wissen, ob ich irgendwie schauen kann, ob es da irgendwelche Belohnungen gibt. Oder ob ich das erst sehe, wenn ich den BD1-Skin habe. Oh fuck, es geht los. Fuck, ich bin gar nicht bereit. Was? Och du Scheiße. Okay, ich habe sie damals recht easy besiegt, aber ich kann die Steuerung nicht mehr. Ich bin doch gar nicht... Das war ein schönes Geräusch. Findest du den? Wer bin ich denn? Achso, Inquisitorenfestung bin ich ja. Sorry Leute, ich kann die Steuerung einfach nicht mehr. Aber warte. Oh Gott, ich kann sie mal anvisieren. So. Komm, mach was. Zack. Zack. Okay, das war schlecht. Egal. Das haben wir hier mal drauf. Okay, aua. Aua. Fühlst du dich ermattet? Also ohne... Das ist Welle 1. Was haben wir denn dann noch? 9. Schwester, Darth Vader und... Was nicht alles. Also von ihrer Lebensanzahl her geht es. Auch dass ich die Steuerung nicht mehr kann, es geht... Oh Gott. Habe ich so viele Stims, wie ich im Storygame freigeschalten habe? Oder habe ich weniger, mehr? Ich weiß es nicht. Macht dir das etwa keinen Spaß? Alter. Versteh schon. Oh Gott. Zack, zack. Komm, jetzt haben wir sie weg, jetzt haben wir sie weg hier, komm. Oh, die hat doch voll viel Leben, ich dachte, die hat weniger. Okay, gut. Es läuft sogar. Das ist das erste Gameplay, was ich jetzt nach 3 Monaten mache, ohne Aufwärmung.
direkt in die 90 Schwester, aber es läuft. Aber wir haben 4 Wellen, von dem her, was bilde ich mir hier ein? Da denkt der Nico wirklich, er wäre krass, aber ist er leider nicht. Und jetzt haben wir sie. 9. Schwester besiegt, Welle 2. Stims werden nicht nachge... Ich habe mir, glaube ich, mit das Schwerste ausgesucht, was es gibt. Und vor ihm habe ich mehr Angst als vor jedem. Komm schon! Nur Feiglinge rennen weg. Also, wir müssen jetzt jeden Bosskampf so gesehen. Plus Vader wahrscheinlich noch zum Schluss, den wir dann besiegen müssen oder so. In einem Szenario machen. Ich muss ihn anvisieren. Zack. Zack. Sag das nochmal. Oh. Die Musik. Das ist die Musik, wo wir in der Arena waren. Kopf hoch. Fuck, falsche Taste. Ich feier die Musik gerade. Oh, er greift noch an. Okay, 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 okay. Stein. Also er macht immer noch die nervigen Sachen wie damals. Aber das war der schwerste Bosskampf, finde ich. 9. Schwester, 2. Schwester, der Endkampf war auch schwer. Aber ich fand tatsächlich Malikos am schwersten. Und ich finde Malikos auch einen echt geilen Charakter. Ich habe keinen Stim mehr, das ist schlecht. Yep, wir sind gleich tot. Und dort. Hey, das war meine erste Runde. Das ist okay, ist okay. Wir gehen zurück zum Spiel. Ich wollte auch gar nicht den Kampf machen. Ich habe mir einen der schwersten wahrscheinlich ausgesucht. Wir hätten dann noch gegen die 2. Schwester und gegen Darth Vader oder so gekämpft wahrscheinlich. Das finde ich cool mit den Szenarien. Die anderen interessieren mich auch noch. Bloß das ist heute nicht unser Ziel. Heute ist erstmal das Update kennenlernen. Mal wieder ins Spiel reinkommen. Ich finde es gerade richtig geil. Besser als ich sogar dachte. Ich dachte, ich gehe jetzt ins Spiel. Schauen wir das mal an. Kann vielleicht interessant werden. Aber es macht mir echt Spaß wieder. Es macht mir wirklich Spaß. Und jetzt gucken wir uns das andere an. Und das sah so interessant aus. Weil ich kann anscheinend Kämpfe erstellen. Mit der 2. Schwester, mit Malikos, mit Jared Paul und was nicht alles. Das will ich mir angucken, wie das funktioniert. Sah kompliziert aus, aber das werde ich schon hinbekommen. Kampfraster. Erstelle deine eigenen Kämpfe, indem du auf das Kampfraster Gegner platzierst. Das mache ich. Ich frage mich halt, ob es dann alle gegen alle ist oder ob die irgendwie miteinander kämpfen. Das würde mich echt interessieren. Vielleicht kann ich es ja einstellen, ich weiß es nicht. Ich habe auch nur 100 Punkte und zum Beispiel Jared Paul kostet schon 20. Also ich kann nicht so viel Sachen platzieren. Ich habe auch eine gewisse Maximalanzahl und ich will jetzt erstmal wissen, wie das überhaupt funktioniert. Wir sehen es auch gleich. Ich bin gespannt. Alles klar. Hier haben wir es. Das Kampfraster. Erstellen oder laden. Wir gehen mal auf Erstellen. Arena wählen. Wir können ja Arena wählen. Munitionsarena, Bogano-Gewölbe, Bracker-Schrottplatz, Inquisitorenfestung, Jedi-Tempel, Wookiee-Dorf, der Bau, Grab, Schattenlande, Grab von Courier und... Okay, ich hätte mal Bock auf... Wir gehen mal in die Meditationsarena, weil das, glaube ich, Standard. Und dann können wir hier oben die Größe wählen. Ich mach mal groß, großes Größte, ja. So, und jetzt hier. Jetzt nehme ich mal den Inquisitor Cal und setze ihn dahin. Jetzt habe ich noch 80 Punkte. Ich kann mehrere Cals. Okay. Dreimal Cal.
Kann ich jetzt halt hier irgendwie so turn. Ah, kann ich den jetzt drehen oder so? Oder. Drehen? Oder kann ich auswählen, wen ich spiele? Oder muss ich dann allein gegen alle klarkommen? Ich will auf jeden Fall hier nochmal einen Jared Paul haben. Kann ich das nicht einstellen, dass die gegeneinander kämpfen? Ich gehe mal auf Training beginnen. Okay, ich bin immer der normale Kerl. Oh! Oh, die Kells. Sorgen hier. Aber ich kann mir die Kämpfe eigentlich auch anschauen. Ich muss ja nicht mitkämpfen. Du bist zu langsam für mich. So. Okay, das war jetzt nur ein Test. Wir lassen jetzt trotzdem noch mal ganz kurz kämpfen hier. Völlig nutzlos. Gucken, ob hier überhaupt mal jemand. Alter, was soll das für eine Attacke? Alter, im Flug macht der einen Lichtschwertwurf. Du bist ein Licht. Wo ist dein ich kann mir auch so die Leben angucken, aber die haben ja noch alle voll. Okay, fast voll. Wie viel hat denn Jared Paul? Ich seh's gar nicht. Boah. Aber ich kann nur böse Gegner auswählen. Ich kann keine guten auswählen. Komm, ich misch mal mit auf. Komm, Kerl! Hä? Komm, Kerl! Oh Gott! Was könnt ihr? Der hat irgendwie Zeitlupe gemacht. Kerl! Alter! Layout bearbeiten. Okay, das sah geil aus. Hat mir jetzt Spaß gemacht. Warte, wir können hier mal erst alle entfernen. Okay, dann gucken wir mal. Was will ich sehen? Wir haben halt jetzt hier eine große Auswahl. Wir haben eine echt große Auswahl. Wir können auch einfach Kopfgeldjäger hin platzieren. Oh, wir haben diese Truppen. Okay, mich würde es interessieren, wer von denen gewinnt. Aber warte, da machen wir die mit Abstand, okay? Wir machen die mit Abstand. Wir nehmen ihn. Er kommt hier ganz ins Eck hin. Dann nehmen wir ihn. Wir tun ihn dahin. Dann. Na, die müssen alle im selben Abstand sein, finde ich. Dann machen wir es mal so. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wen ich platziert habe. Wisst ihr was? Kurz nochmal entfernen einfach. Ja, nicht so. Zack, zack, zack. Die kosten auch 20. Also wenn ich ein paar mehr Punkte hätte, wäre cool. Oben sind Mods. Kann ich da irgendwas auswählen bei Mods? Unbegrenzt Fokus. Ich weiß gar nicht, was es ist. Unbegrenzt Gesundheit. Unbegrenzt Gesundheit, okay. Unbegrenzt Blocken. Alle Gegner feindselig. Keine Gruppierungen. Zuschauermodus. Zuschauermodus. Ja. Ich weiß nicht, was das andere alles bringt. Was ist denn unbegrenzt Fokus? Also ich weiß nicht, was unbegrenzt Fokus ist. Hat irgendwas mit Game zu tun. Keine Gruppierungen. Ich weiß nicht, was das bringt. Oh, das wollte ich nicht. Dann nehmen wir aber mal einen anderen Ort, wenn wir schon dabei sind. Wir nehmen mal das Bogano-Gewölbe. Also ich finde es witzig so, wenn wir unsere Kämpfer stellen können. Wir können auch echt in Zuschauermodus gehen. Okay, okay, das ist dann. Okay, ja, Gewölbe macht Sinn. Wir nehmen aber ein großes Spielfeld. Gehen in den Zuschauermodus. Und dann suchen wir uns jetzt was aus. Ich will jetzt den Kampf zwischen den vier sehen. Okay, der Schatten nervt gerade extrem. Nee, warte. Dahin. Ah, aber die sind dann halt schon weit auseinander. Dann machen wir den zumindest noch hier hin. Dass zwei Abstand zwischen denen sind. So. Und so. Die vier gegeneinander, das sind die vier
Die Auslöschungstruppler, die vier. Wer ist der Beste? Wir gucken es uns an. Kämpft. Sind jetzt halt nicht... Warte mal, ich habe doch Zuschauermodus ausgewählt. Ah, ja. Aber ihr kämpft jetzt nicht gegeneinander, oder? Weil ihr jetzt halt bei dem Imperium seid, oder... Weil ihr... Oder seid ihr nicht nah genug? Könnt ihr nicht gegeneinander kämpfen? Keine Gruppierungen, jetzt hat. Keine Gruppierungen. Jetzt bin ich zurück zum Spiel gegangen, das war ein Fehler. Also keine Gruppierungen heißt, dass die dann noch gegeneinander kämpfen. Aber es ist cool, wir können auch Gruppierungen machen. Dann sehen wir, dann können wir so Imperium gegen zum Beispiel Malikos setzen. Was auch sehr interessant ist. Ich weiß nicht, wie lange die Folge schon geht. Ich würde sagen, wir machen diesen Kampf vielleicht noch und dann machen wir die nächsten Kämpfe in der nächsten Folge. Ich finde das echt interessant. Also ich finde das echt witzig. Da können wir viel rumprobieren. Da können wir geile Kämpfe erstellen. Und dann sehen wir echt mal, wer so die Besten sind. Wir können dann alles machen. Okay, so, wir gehen nochmal zurück. Meditationstraining. Kampfraster. Also ich finde das sau interessant und ich habe echt Bock, diese Kämpfe zu erstellen. Dann gucken wir nochmal kurz, ob wir eine coolere Arena haben. Ich fand die bisher alle noch nicht so cool vom Aussehen her. Ich bin echt gespannt. Was denkt ihr, wer von den Auslöschungstrupplern gewinnt? Also ich finde, der krasseste war der mit dem Blaster. Der konnte irgendwie am meisten. Aber ich weiß nicht. Wer von denen könnte gewinnen? Das ist spannend, das ist spannend. Ja, ich glaube sogar der mit dem Blaster könnte es schaffen. Wir werden es sehen, wir werden es sehen. Wir nehmen... Wukidorf. Wir könnten auch Wukidorf nehmen. Ich nehme Wukidorf. Ich habe es eher so heller, nicht so verborgen, so in einem Grab oder so. So ein Wukidorf so. Da habe ich Bock. Und da setzen wir die vier Leute hin, machen keine Gruppierung. Dann müssen die auch gegeneinander kämpfen und dann schauen wir mal, wer tatsächlich der Beste ist. Wir machen keine Gruppierung, wir gehen in den Zuschauermodus. Brauchen wir ein großes Feld? Ich würde mal sagen, wir machen ein mittleres... Komm, wir machen ein großes Feld, warum nicht? Und dann setzen wir die jetzt dorthin. Ja. Ja. Er. Und er. Go. Und sie kämpfen. Okay, es geht los. Er schießt direkt mal. Okay, und die zwei kämpfen. Ja, jetzt sind die natürlich getrennt. Jetzt müssen wir gucken, ja. Der Blaster-Typ geht... Okay, er dreht sich weg, macht die Schüsse. Das macht er gut. Wer gewinnt das hier? Okay, ja. Er blockt halt auch da hinten die Schüsse. Okay, beide wollten ein Special machen. Er macht ein Special. Hammer hat gesessen. Gesessen. Kann ich auch irgendwie... Boah, schön. Guck mal kurz hier. Boah, ja, okay. Er ist halt der Boss. Den ersten hat er schon geholt, weil er hat halt einen Blaster. Boom, nächster Hit. Er hat ihn besiegt, oder? Anscheinend. Hat er ihn? Hoho. Und damit haben wir einen Gewinner. Ich hätte echt gedacht, dass der Auslöschungstruppler, also der mit dem Blaster gewinnt, aber er hat es geschafft. Das ist unser Gewinner der heutigen Folge, Leute. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.